Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Schürrle, der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und damit guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Wahnsinnserfolg für die deutsche Fußballnationalmannschaft und Riesenjubel bei der Siegerehrung. Dank des Tores von Mario Götze in der 113. Spielminute gewann die DFB-Elf das WM-Finale gegen Argentinien mit 1:0. Es war der vierte Titelgewinn für Deutschland und der erste seit 24 Jahren. Entsprechend intensiv feierte das Team nach dem Triumph. Ja, wir drehen, Junge! Das muss für die Nachwelt festgehalten werden. Sie sind Weltmeister im Fußball und jetzt auch im Feiern. Die lange Nacht von Rio. Was diese Truppe in 8 Wochen geleistet hat, das ist phänomenal. Es war keine 11, die auf dem Rasen stand. Es war keine 14 mit den 3 Einwechselspielern. Es waren 23, die hier eine Einheit gebildet haben. Eine Einheit, die nach dem Schlusspfiff gar nicht mehr loslassen wollte. Den vierten Titel hat eine Mannschaft gewonnen, die immer an sich geglaubt hat. 24 Jahre nach dem letzten Triumph ist sie Weltmeister geworden. Die Spieler sind weit über die Grenzen gegangen. Sie haben heute, sagen wir mal, so viel gegeben wie noch nie, um das zu erreichen, was sie noch nie hatten. Mhm. Nämlich diesen Pokal mit nach Hause zu nehmen. Manche brauchten ein bisschen länger, um zu verstehen, was sie an diesem Abend vollbracht hatten. Mario Götze, ungläubig bei der Party und zuvor im Maracanã-Stadion. Ausgerechnet er wurde zum Helden der Nation. Ich habe zu Mario gesagt, bevor er reingekommen ist, an der Halbzeit, habe ich gesagt, ich habe gespürt, du machst das Ding und ich bin so froh für ihn. Er hat es wirklich verdient. Erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit machte Miroslav Klose Platz für Mario Götze, der seinen Stammplatz verloren hatte, um dann in der Verlängerung 7 Minuten vor Schluss Deutschland zum Titel zu schießen. Aus der Enttäuschung der WM wurde der Heilsbringer. Ich bin der Mannschaft auch sehr, sehr dankbar und ich denke, ich habe einen Teil dazu beigetragen. Und es ist einfach ein schönes Gefühl und wir sind Weltmeister geworden. Das ist gerade hier in Brasilien, denke ich, lässt sich auf jeden Fall sehen. Die ganze Welt schaut auf dieses Team, das verdient die Trophäe nach Deutschland holte. Eine Mannschaft, die zusammenhielt und immer wieder neue Helden hervorbrachte. Im Finale war es dann eben Mario Götze, der für die Entscheidung sorgte. Die Party konnte beginnen. Vom deutschen Mannschaftshotel in Rio de Janeiro jetzt live Gerhard Delling. Vor etwa einer Stunde ist die deutsche Fußballnationalmannschaft hier von ihrem Hotel zum Flughafen in Rio de Janeiro abgefahren, begleitet unter dem Applaus doch immer noch zahlreicher Fans. Nächstes Ziel ist für die Mannschaft die Fanmeile in Berlin, wo morgen dann bereits der nächste große Empfang wartet. Für die Mannschaft gilt das, für den DFB ist das nächste Ziel, so Präsident Wolfgang Niersbach, jetzt die Chance zu nutzen, mit diesem WM-Titel im Rücken wieder mehr Kinder und Jugendliche in die Sportvereine und damit in Bewegung zu bringen. Mehr dazu gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Zurück zu Linda Zawakis. In ganz Deutschland haben Fußballfans in der vergangenen Nacht den WM-Sieg gefeiert mit Autokorsos und Hubkonzerten. Zuvor hatten mehr als 34 Millionen Zuschauer die Live-Übertragung des Spiels im Ersten verfolgt. Das Finale in Rio war auch das beherrschende Thema in den sozialen Netzwerken. Die Bundesregierung veröffentlichte ein Bild, das Bundespräsident Gauck und Kanzlerin Merkel in der Kabine der Nationalmannschaft zeigt. Inzwischen ist nicht nur die Kanzlerin zurück in Deutschland, auch die ersten Fans, die beim Finale dabei waren. Am frühen Abend sind die ersten deutschen Fans aus Rio wieder auf dem Frankfurter Flughafen gelandet. Müde die meisten, überglücklich und noch ganz unter dem Eindruck der turbulenten Finalnacht. Weltmeister zu werden, da mitzufliegen, total verrückte Aktion, ja, 48 Stunden unterwegs, Wahnsinn. Die Jungs sind Weltmeister. Genau. Ja. Er hat alles gegeben. Aber sonst sind wir müde. Auch hierzulande wurde der Erfolg der deutschen Mannschaft ausgiebig gefeiert. Nach dem Schlusspfiff in Rio gab es auf der Fanmeile in Berlin kein Halten mehr. Der Kurfürstendamm wurde zur Partymeile, Autokurse und Feiern bis zum frühen Morgen. Ähnliche Szenen spielten sich in der ganzen Republik ab, wie in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld und in der Münchner Leopoldstraße. Spannung bis zur letzten Sekunde und dann Erlösung. Geil, einfach geil. Muss weiter, Leute. Deutschland!
Am Brandenburger Tor haben unmittelbar nach der Partynacht die Vorbereitungen für den Empfang der Sieger begonnen. Morgen um 9 Uhr soll die deutsche Mannschaft in Berlin landen und 2 Stunden später hier auf der Fanmeile eintreffen. Wir haben schon geplant, früh aufzustehen, dass wir auch möglichst weit vorne sind, dass wir den Weltpokal auch mal live sehen. Ein Trikot kaufen heute für unseren Sohn und ein bisschen Equipment haben wir dabei und da möchten wir morgen noch mal gucken gehen, auf jeden Fall. WM-Trikots, die waren heute vielerorts ausverkauft. Zu groß die Nachfrage. Morgen werden wohl wieder mehr als 200.000 Fans zum Brandenburger Tor pilgern. Große Enttäuschung herrschte hingegen bei den Fans der argentinischen Nationalmannschaft. Trotzdem wurde die Nationalelf um Superstar Lionel Messi in der Heimat begeistert empfangen. Tausende Anhänger begleiteten den Mannschaftsbus auf der Fahrt vom Flughafen zum Trainingsgelände. Staatspräsidentin Kirchner sagte, das Team habe den 40 Millionen Argentiniern verloren geglaubte Werte und Gefühle wiedergegeben. Zum Sieg der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM bringt das Erste eine Sondersendung um 20.15 Uhr gleich nach dieser Tagesschau. Eine Übersicht über die Reaktionen in den sozialen Netzwerken und die schönsten Bilder vom WM-Höhepunkt finden Sie auf tagesschau.de. Nach einer Woche der Na dann, Gary Lineker fasst es noch einmal zusammen. 64 Spiele, 171 Tore, 22 Männer jagen den Ball und, muss ich das wirklich sagen, am Ende siegen die Deutschen.